Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man dekoratives Papier wie das hier zum Beispiel ganz einfach zu Hause selber machen kann. Viel Spaß dabei! Ich zeige euch heute, wie man Dekopapier wie zum Beispiel sowas ganz einfach selber machen kann. Ich zeige euch einfach ein paar verschiedene Varianten, ich gehe jetzt aber nicht bis ins Detail auf jede Variante ein. Solltet ihr irgendeine Variante im Detail sehen wollen, dann schreibt mir es einfach in die Kommentarbox rein. Gut, dann geht's los. Das ist so ein gekauftes Dekopapier. Die ganz einfachste Variante, die ihr habt, um so Dekopapier selbst zu machen, ist einfach, ihr kauft euch ein bisschen dickeres weißes Papier und dann macht ihr zum Beispiel so Muster drauf. Ich habe hier eins vorbereitet, da habe ich einfach Linien aufgemalt. Ich habe es leider nicht festgeklebt beim Aufmalen, deswegen rutscht das Papier so. Also wenn ihr zum Beispiel so ein Papier mit Muster bemalt und ihr möchtet nicht, dass sich das aufrollt, wie jetzt hier zum Beispiel, man sieht, es rollt sich so schön, müsstet ihr das seitlich entweder mit so einem Kreppband fixieren, wobei ihr da aufpassen müsst, ein paar Kreppbänder sind sehr hartnäckig und gehen dann nicht mehr so leicht runter. Oder es gibt so speziellen Tixo, der quasi der sich wieder entfernen lässt. Den könnt ihr auch verwenden. Und dann klebt ihr einfach quasi seitlich das Papier fest, bevor ihr quasi drauf malt, und dann habt ihr den Effekt, den ich jetzt hatte. Ich habe da einfach mal schnell was vorbereitet, damit ihr einfach seht, was ich meine. Ihr könnt jetzt einfach ein weißes, ein dickeres Papier nehmen und könnt Muster drauf malen. Ich habe jetzt einfach Linien gemalt. Was braucht man dafür? Ich habe jetzt verwendet Filzstifte, ein Geodreieck, die kaputt drauf, beziehungsweise ein langes Lineal einfach. Und was ganz wichtig ist, ich verwende immer wasserfeste schwarze Stifte für die Linien. Also wenn ihr so Randlinien machen wollt, so schwarze, würde ich empfehlen, wasserfeste Stifte zu nehmen, weil man dann nicht das Problem hat, dass wenn man mit einem anderen Stift reinkommt, der quasi das Schwarz mitnimmt und verschmiert oder so. Ich habe in dem Fall ganz normale Filzstifte genommen. Wenn ihr das schon lange Zeit vorher vorbereiten möchtet, wäre es vielleicht gut darauf zu schauen, dass ihr Stifte nehmt, die archivfest sind. Also wenn ihr das jetzt wirklich ein halbes Jahr vorher bemalen möchtet oder so, würde ich empfehlen, eine archivfest, also man sagt dann immer archivfest, es steht sonst, ich weiß gar nicht, was sonst steht. Auf jeden Fall steht immer so Archivtinte oder sowas dabei. Da ist es so, dass die einfach, dass die Farben nicht so verblassen mit der Zeit, und deswegen ist es besser, ihr nehmt sowas, weil nicht, dass ihr die irgendwo in der Sonne liegen habt oder so und nachher die Farben verblassen. Ja, ich habe da einfach die Linien gezogen mit wasserfesten Stiften und habe dann mit Filzstiften quasi das dazwischen ausgemalt. Was ich immer recht cool finde, wenn ihr Dekopapier macht, ist, wenn ihr zum Beispiel dann so, also ihr macht jetzt das Ganze mal mit Filzstiften, und es ist immer ganz cool, so einen kleinen Effekt zu setzen. So eine kleine Sache, die man nicht sofort sieht. Ich habe in dem Fall, seht ihr das? Ich habe da quasi beim Rot außen eine ganz dünne Linie mit einem Metallic-Rollerball-Stift gemacht. Es gibt ja diese Glitzer- bzw. Metallic-Stifte, diese Rollerball-Dinger, Gelstifte nennt man sie normalerweise. Das kommt immer ganz gut, also ihr macht da einfach so ein Muster und dann macht ihr immer so einen kleinen Akzent mit entweder Glitzer- oder Metallic-Stiften. Es ist dann irgendwie für den Beschenkten total cool, also wenn es zum Beispiel das Geschenkspapier verwendet, ist immer total cool, weil zuerst sieht er das Muster, findet es ganz nett, und wenn er dann das Päckchen bewegt, dann sieht er, oh, die hat sich wirklich was angetan. Das glitzert ja sogar, wenn man es ins Licht hält und so weiter. Ich finde, es macht einfach das Ganze so ein bisschen hochwertiger. So, das ist quasi die Variante, wenn ihr das einfach so mit Filzstiften bemalt. Man kann es natürlich auch so machen. Ich habe da zum Beispiel, das ist jetzt eine Cupcake. Das ist eine Cupcake-Box, die ich gebastelt habe. Ich habe da so eine Sizzix-Stanze mit so einem Cupcake-Motivstanzer.
Und da habe ich einfach schwarzes, wie sagt man, Tonpapier verwendet und habe mit einem Goldmarker einfach in gewissen Abständen immer goldene Kreise drauf gemalt. Sieht man jetzt da ganz gut. Ist ein ganz einfaches Muster. Und wenn ihr dann so eine Box draus macht, dann sieht es eigentlich total toll aus. Oben ist ein bisschen staubig, die liegt schon länger herum, weil es eigentlich nur ein Muster für mich ist. Die ist nicht zum, für die, also zum Verwenden, sondern wirklich nur so ein Muster, dass ich sehe, wie das am Schluss aussieht. Finde ich recht süß. Also so könnt ihr es auch machen, einfach freihand ein regelmäßiges Muster zeichnen, ist auch ganz cool. Wenn wir schon bei Filzstiften sind, für Filzstifte gibt es dann noch auch eine ganz coole Variante. Es gibt ja oft so die sind jetzt für Kinder so Stanzen zum Kaufen. Bei dem Stanzen ist ein bisschen was zu beachten. Ich habe hier so Kinderstanzen, die sind recht dick. Man sieht das auch, also die liegen da nicht so richtig ganz plan auf. Und die sind total, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, die sind eigentlich total dick. So Stanzen sind normal ideal für Dekopapier. Das Ding ist nur, wenn die Stanze recht dick ist, dann kann es sein, dass das Motiv auf der Stanze selber total toll aussieht. Aber wenn ihr da jetzt quasi mit dem Filzstift rundum fährt, dann malt ihr das ja nicht so hundertprozentig genau so nach, wie das jetzt quasi da am Rand ist, weil der Stift kommt ja nicht bis ganz an den Rand und dann kann es einfach sein, dass quasi das, was dann rauskommt, eigentlich nicht so schön ausschaut wie auf der Stanze. Es kann dann wirklich sein, dass ihr von so einem Satz, was sind das jetzt? Das sind jetzt 7 Stanzen. Von den 7 Stanzen vielleicht, keine Ahnung, 10 Motive verwenden könnt, die wirklich gut aussehen und den Rest könnt ihr dann wegtun. Deswegen, wenn ihr Stanzen verwendet, empfehle ich euch, es gibt richtige so Bastelstanzen. Die sind ein bisschen professioneller und die sind viel, viel, viel dünner. Und wenn ihr die verwendet, ist das Ganze viel einfacher. Ich habe jetzt aber trotzdem die Kinderstanzen verwendet, einfach damit ihr mal seht, wie das dann aussieht. Ich habe da ein paar Motive für euch gemacht. Also einmal so ein Motiv. Das ist jetzt quasi auch ein dickeres weißes Papier einfach. Da habe ich auch einfach mit Filzstiften das Motiv nachgemalt. Ihr seht jetzt, dass das eben nicht mehr ganz so schön wird wie auf der Stanze. Aber es ist schon eins, also ich habe jetzt wirklich nur die Motive genommen, die quasi wirklich noch schöner sind. Es sind ein paar dabei, die erkennt ihr überhaupt nicht wieder. Dann habe ich zum Beispiel diese Wolken hier gemacht. Ich hoffe, ihr seht das jetzt alles so, weil ich habe so ein Video noch nicht gemacht, wo ich quasi meinen Tisch filmen muss und so. Dann habe ich noch das mit den Schirmen gemacht. Leider habe ich da habe ich einen Fehler gemacht mit dem Abstand. Also vielleicht, also entweder ihr habt genug Gefühl, dass ihr das mit dem Abstand hinkriegt, oder ihr zeichnet euch vielleicht ganz sachte mit so einem, mit einem weichen Bleistift ganz sachte ein Raster vor, dass ihr quasi immer im Raster stanzt. Aber ansonsten sieht es eigentlich ganz süß aus. Also ich finde es ganz süß. Ich finde die alle drei eigentlich ganz okay. Es ist immer so, also mir geht es immer so, ich finde diese Musterpapiere grundsätzlich, wenn ich die jetzt fertig habe, immer sehr, sehr unspektakulär. Wenn man die aber dann wirklich zum Beispiel verwendet für Grußkarten im Hintergrund oder für Päckchen oder für irgendwelche Verpackungen, die ihr bastelt oder sowas, dann sieht es am Schluss einfach immer viel hochwertiger aus, als wenn ihr jetzt das fertige Dekopapier einfach so am Tisch liegen habt. Das sieht immer total unspektakulär aus. Ja, die nächste Variante. Die nächste Variante ist relativ cool. Wenn ihr Stempel zu Hause habt und ein Stempelpad dazu, dann könnt ihr zum Beispiel auch einfach Tonpapier nehmen und das bedrucken. Ihr könnt natürlich auch ein weißes Papier bedrucken, das ist ganz klar. Aber mit Tonpapier sieht es meistens noch ein bisschen hübscher aus. Da seht ihr zum Beispiel, das ist so ein, also ich hoffe, ihr seht es, das ist ein silberner Glitzerstempel. Also auf dem Stempel steht, hab einen tollen Tag, und das ist ein silber Glitzerpad, das ich da verwendet habe. Und ich habe dasselbe silber Glitzerpad nochmal für das blaue Papier verwendet.
Ich hoffe, ihr könnt irgendwas erkennen. Ich sehe nämlich gar nichts in meiner Kamera. Ja, auf jeden Fall ist es auf dem blauen Papier noch mit drauf. Finde ich recht cool. Also einfach in regelmäßigen Abständen mit so einem Stempel machen. Ich habe in dem Fall verwendet, also ich habe da so Acrylstempel, so Clear Stamps nennt man die. Da habe ich quasi hier so ein Set und hier so ein Set und das habe ich einfach zum Stempeln verwendet. Und ich habe da für die Stempel, ich muss da mal schnell was raufholen, ich habe das nämlich neben meinem Tisch liegen. Der Tisch ist zu klein, um alles hier liegen zu haben. Deswegen glaube ich, seht ihr dann nichts mehr. Ich habe hier so einfach so, ich glaube, man nennt sie Acrylblöcke. Ich habe da so Acrylblöcke, wo ihr dann quasi, wo man dann die Stempel einfach draufkleben kann. Und da seht ihr mein Sammelsurium an Stempelkissen. Ich habe tausende Stempelkissen. Das ist jetzt zum Beispiel Gold und Silber, was ihr schon gesehen habt. Also Silber habt ihr jetzt erst gesehen. Ich habe da noch ganz viele andere Farben. Was ich empfehlen kann, ist, wenn ihr auf schwarzem Tonpapier stempeln wollt, dann ist es immer gut, wenn ihr so, man sieht das jetzt, das ist eine Chalk Ink, also so eine Kreidefarbe. Ich hoffe, der fokussiert das jetzt. Hallo. Ich schreibe es auf jeden Fall in die Infobox rein. Das ist ein Versamagic Multisurface Chalk Ink. Ich habe die auf Amazon bestellt. Also die sind nicht schwer zu kriegen, sind aber relativ teuer. Das ist eine Kreidefarbe und die Kreidefarbe, die deckt auf Tonpapier total gut. Wenn ihr ein normales Stempelkissen auf schwarzem Tonpapier nehmt, also zum Beispiel gelb oder so, dann werdet ihr da gar nichts sehen. Es ist allerdings auch so, wenn ihr gelb auf schwarzem Tonpapier verwendet, das ist eine Chalk Ink, ist es auch nicht gesagt, dass es wirklich deckt. Es kann dann sein, dass ihr so ein Schwarz in Schwarz Muster bekommt. Sieht aber auch recht gut aus. Kann ich euch nachher zeigen, wie sowas zum Beispiel aussieht. Ja, so viel zu meinen Stempelkissen. Habt jetzt ein so bedrucktes Papier schon gesehen. Jetzt zeige ich euch einfach Beispiele, was ich so gemacht habe. Ich habe zum Beispiel gemacht hier so eine Geschenksverpackung. Da habe ich quasi das Papier einfach mit so einer Chalk Ink bedruckt. Also meinem Freund hat es total gefallen, obwohl er Mann ist und das jetzt quasi so ein bisschen dunkellila ist. Aber er meinte, das ist eigentlich ganz cool. Sieht ganz hochwertig aus. Also ja, wird es verwenden. Hier habe ich so ein Sommermotiv gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hundertprozentig seht, weil das sehr hell ist. Das sind so orange Ananas und dann in so einem Grün steht Summer Vibes drauf. Also ich hoffe, man sieht es. Sonst muss ich ein Foto reintun. Gut, und ich habe da haufenweise Geschenkverpackungen. Hier zum Beispiel sieht man, was rauskommt, wenn ihr quasi diesen Schwarz-in-Schwarz-Effekt bekommt. Ich hoffe, man sieht irgendwas. Ja. Hier habe ich einfach so eine Good Luck-Tasche gemacht. Das sind immer, für mich sind das so Süßigkeitenbehälter. Normalerweise mache ich die immer in orange-schwarz für Halloween. Ich finde die total toll und dann kann ich für die kleinen Kinder immer gleich vorab so Geschenkpackungen machen. Lustige. Hier zum Beispiel, das gefällt mir besonders gut, Made with Love. Das ist mein goldener Stempel. Ich hoffe, er reflektiert mal, dass ihr das wirklich seht, dass er so golden ist. Es ist einfach weißes, dickeres Papier. So einen goldenen Stempel. Das ist wieder Good Luck in Gelb. Hier zum Beispiel habe ich einfach ein regelmäßiges Muster auf ein weißes Papier gemalt mit Filzstiften und habe quasi eine Box draus gemacht. Einfach so ein Pixelmuster quasi aufgemalt. Ist auch ganz einfach gemacht. Ah ja. Das passiert, wenn man nicht ordentlich schaut vor dem Zusammenkleben der Box.
Ich habe es verkehrt bestempelt. Aber ansonsten sieht es total toll aus. Also braun mit Gold quasi. Da steht drauf Thank you. Hier nochmal Made with Love in Gold auf Schwarz. Ja, ich habe ein paar Boxen gemacht als Beispiel. Die gefällt mir jetzt nicht so gut, aber das ist zum Beispiel auch ein Muster, das ich einfach aufgemalt habe. Das ist ein goldener Marker und ein schwarzer Marker. Dann nochmal so ein Pixelmuster in anderen Farben. Das ist quasi auch das erste Mal verkehrt zusammengeklebt, das zweite Mal richtig. Das ist jetzt quasi wieder weißes Papier mit so einem grünen Stempel drauf, mit Herzen. Finde ich total süß. Was haben wir noch? So sieht es natürlich, also mir gefällt es immer am besten schwarz mit Silber. Also schwarz mit Silber und so ein bisschen Schnörkel am Stempel, das sieht immer total hochwertig aus. Der Good Luck Stempel gefällt mir insgesamt nicht so, weil da ein bisschen klobig rüberkommt. Das gefällt mir auch gut. Das ist wieder Gold auf Braun. Da steht jetzt einfach Happy Birthday drauf. Ja, also ihr seht, so kann man ganz einfach Dekopapier machen. Ich verwende als Tonpapier einfach so ein ganz einfaches Tonpapier, das ich irgendwo, ich glaube bei Libro oder so gekauft habe. Ja, dieses Tonpapier zum Beispiel, das habe ich vom Lidl, soweit ich das weiß. Das ist recht cool, weil da erstens einmal sind die Kartons größer, zweitens sind da so Pastellfarben drin. Was mir allerdings nicht so gefällt, ist immer, dass, wie soll ich sagen, eine Farbe hinten, also hinten und vorne ist, sind verschiedene Farben und man kann es nicht teilen, man kann sich dann aussuchen, welche von beiden Farben man verwendet. Das finde ich jetzt nicht ganz so cool. Aber ja, ist so. Ja, im Prinzip habt ihr gesehen, wie das geht. Ich würde euch bitten, wenn ihr dickeres Papier jetzt aussucht und ihr wisst nicht so genau, welches Papier sich eignet, dann nehmt ihr einfach mal so ein Probeblatt. Und wenn ihr zum Beispiel eine Verpackung basteln wollt oder so, dann schaut ihr mal, wie das mit dem Falzen ist. Es kann sein, wenn es zu dünn ist und ihr wollt es falzen, dass es quasi zum Reißen anfängt, dann könnt ihr das nachher nicht ordentlich zusammenpacken. Und dasselbe kann sein, also entweder dass es reißt oder dass es gar nicht ordentlich zum Falten geht, weil es einfach so steif ist, dass ihr das gar nicht hinbringt für die Verpackung. Deswegen einfach mal so ein Probeblatt machen, auch vielleicht schon probeweise ein bisschen bestempeln, wenn ihr zum Beispiel stempeln wollt, und dann einfach mal verpacken, probieren, schauen, wie das geht, und dann macht ihr ein Blatt, wie es wirklich sein soll. Wenn ihr stempelt, würde ich euch auch empfehlen, beziehungsweise eigentlich generell würde ich empfehlen, wenn ihr irgendwie was draufmalt oder stempelt, wenn ihr fertig seid, fixiert das Ganze einfach mal kurz mit Haarspray. Haarspray funktioniert ähnlich wie Fixativ, nur dass es um einiges niedrigwertiger ist, also es hält nicht so lang, funktioniert nicht so gut, aber es tut seinen Zweck, dass die Farbe nicht verschmiert und dass zum Beispiel bei den Stempeln auch die Farbe an ihrem Platz eben bleibt, wenn ihr verpackt. Ansonsten kann es einfach sein, zum Beispiel diese Kreide-Ink ist so, dass die relativ lang beweglich bleibt am Papier. Das heißt, wenn ihr da irgendwie beim Verpacken reintappst, dann verschmiert ihr das quer übers Papier und dann war die ganze Mühe umsonst. Ja, meine Empfehlung, einfach mal kurz ein Probestück machen, schauen, wie das aussieht, kurz verpacken, und wenn das okay ist, dann könnt ihr das Richtige quasi machen. Gut, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus. Also ich mache das regelmäßig, das ist total cool und ihr könnt auch Geld sparen, beziehungsweise auch wenn ihr mal schnell ein Geschenk braucht und ihr habt nichts zu Hause, dann könnt ihr es einfach kurz machen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Schreibt mir in die Kommentarbox, wie es gelaufen ist. Schreibt mir, wie euch das Video gefallen hat. Ja, und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao!